Let's go. Yikes, und es geht weiter. Super. Ja, ja, whatever. Ja, ja, whatever. Wow, was für ein glorreicher Sieg wir gegen sie erlangt haben. Das waren wirklich schwere Gegner. Na gut, aber es geht wieder weiter. Ja, aber treib's mal nicht. Ne? Ganz ehrlich. Wow. Jo. Achso, ein riesiger Fels, ein halber Berg fällt auf mich drauf. Oh. Ah, ich werde also doch nicht nur zurückgestoßen. Na gut, das werde ich gleich nochmal. Also es hätte auch ruhig danach speichern können, nachdem ich diese ganzen blöden Kisten eingesammelt habe. Ich weiß gar nicht, was die bringen sollen. Schwumm. Okay, jetzt da, okay, und jetzt wieder zurück, wenn ich richtig rate, yep, so geht es. So, jetzt habe ich den Faden raus. Faden gefunden, naja. Doch. Ich seid ja alle doof, ey. Ihr haut eure eigenen Kameraden nur mit um. Ja dann, hau runter, ne? Nix, Keep-Moving, bist du blöd? Hast du gesehen, was da runterkommt, du Trottel? Und er schreit da Keep-Moving. Nee, also, ganz ehrlich, du bist aber auch nicht von der hellsten Sorte, oder? Naja, also ich muss da jetzt einfach mal gar keinen Kommentar dazu abgeben, was der jetzt mir gerade hier empfohlen hat. Keep-Moving, da kommt man doch auf ein Leben nicht klar. Schreit er mich dann Keep-Moving. Und das, wenn da so ein riesiger Fels runterfällt. Na egal, ich klette hier hoch. Na, du musst es ja wissen. Yay! Nicht schlecht, nicht schlecht. Blutverschmiertes Schwert hier. Ei, komm. Oh nein! Ja, Mann, bitte, Vogel, mach sie kaputt! Bitte, 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 bitte. Nicht nur einen, ja, übertreib's mal nicht so. Einen gleich. Boah. Ja, klar, chill da hinten und schau zu. Jetzt mach was, weiß. Ach, ist ja doch alles still. Ja, dann ziehe ich die halt. Schwer, wenn da jetzt welche nachkommen, ne? Dann kannst du mich echt nochmal erschlecken. Und tschüssi. Auf jeden Fall, wenn da jetzt welche nachkommen, ich wüsste nicht von da. Ich mal, schaut euch mal diese Wasserfälle an. Du schubst dich da jetzt nicht runter. Verstanden, Freundchen? Das braucht er gar nicht erst mit mir zu versuchen, der alte Sack. Na, naja, Hauptsache du leckst. Einen Moment kurz. So, nur kurz einen Schnitt, weil es hat schon aufgeleckt und ich das dann wieder... Hör auf, mich runterzuschubsen, ja, tschüss jetzt. Patz, patz, patz. So. Hä? Was zur... Der lebt... Okay, ich möbel ihn zu Tode und ein Tritt gibt mir noch einen letzten Tritt. Ja, schmeiß ihn runter, aber nicht mich. Boah, voll ins Gesicht, aua. Das muss wehgetan haben. Ich würde mich jetzt wirklich aufregen, wenn da jetzt noch mehr kommen würden. Was machst du denn da? Machst du ein Nickerchen? Was da kommt? Oh! Ey, sorry, aber ne? Das ist einfach nur so unnötig und langweilig, wenn ich da stundenlang in derselben Stelle gegen solche Pfosten kämpfe. Mein Gott, echt. Ihr könnt euch auch wirklich mal was Neues einfallen lassen, als diese ganzen Fettsäcke in mein Gesicht laufen zu lassen. Das ist ja wirklich eine Frechheit. Naja, okay, vielleicht aber auch. Hm, egal. So, jetzt sterbt alle. Geht ihr jetzt? Oh, stirb. Und der nächste. Du hast recht, Aragorn. Stürzt dich ins Nichts. Überall Gegner, aber du stürzt genau da rein, wo kein Gegner ist. Well done, Sophia. Du hättest doch einfach alle mitreißen können. Das ist immer nur ein. Das ist schon ein bisschen... Ich hätte fast noch besser.
Ich bin ja jetzt nicht der, der große Anforderungen stellt, aber ganz ehrlich, das muss doch wohl nicht sein. Nee, komm, komm, komm. Idiot, ey. Genau. Was hast du denn jetzt? Der ist da gerade hochgekommen. Okay. Jetzt hast du den Leck-mich-Punkt erreicht, Spiel. Weißt du, ich sag noch, ne, da wieder klettert jetzt einer hoch, ne, von 20.000 Meter tiefen Wasserfällen, klettert einer hoch. Nein, dann klettert da wirklich einer hoch, ne. Du hast eindeutig den Leck-mich-Punkt erreicht, Spiel, ohne Mist. So, und dann kommen da noch mehr. Come on, bitte. Du gehst jetzt sterben. Was wolltest du denn jetzt da? Hat der jetzt noch anderen dabei oder wie war das? Ach egal. Einfach, boah, da kommen nicht schon wieder noch neue, oder? Boah. Sag mal, habe ich irgendwie nichts zu tun oder was? Warte, ich spiele Aragorn, ich habe nichts zu tun. Aber trotzdem, du musst es nicht gleich so übertreiben, Spiel. Jetzt sterb doch einfach mal, ey. Ja, danke. Das ist irgendeine Hilfe. Da ist schon wieder einer hochgeklettert. Ey, ich glaube, ich krieg einen Ausraster schon. Das ist so eine Frechheit, ne, dass die da original meinen, da irgendwelche 50.000 Meter hohen Wasserfucking Fall rund hochklettern zu lassen, ey. Das ist schon, ich finde schon ein bisschen krass, ey. Dann sollen sie vom Himmel fallen, aber ohne Mist, da kommen die niemals hoch. Niemals kommen die da unten hoch, ey. Ich meine, es ist ja auch nicht so, dass ich mit Aragorn einfach hochschweben kann, sonst wäre ich einfach hochgeschwebt, der mich verpisst. Nein, ich muss die ganze Scheiße entlang laufen. Aber die schweben einfach den Wald entlang. Ist schon klar. Und vor allem, ich meine, Aragorn ist ja noch so ein dünner Spargeltyp. Aber ganz ehrlich, das sind so richtig, richtig... Pff. Wirklich. Ey, echt jetzt? Geht dann noch mehr hoch? Es ist so, es ist wirklich so, es ist so unglaublich. Ich rede drüber, wie unlogisch es ist und komm immer weit. Was hat der gerade gemacht? Egal, es kommt immer mehr hoch. Und ich lasse ja wieder runterfallen. Ich meine, gut. Ah, ich meine, wie kommen die da hoch? Es gibt überhaupt keinen Anhaltspunkt, wie diese Geier da hochkommen. Der macht ein kleines Nickerchen. Ah, meine Güte. Er läuft nach hinten und fällt nicht runter, aber hochschweben kann er. Da schaut ihr euch mal diesen Geier an. Double Facepalm. When a single Facepalm just isn't enough. Ohne Scheiß. Mehr kann ich dazu jetzt eigentlich gar nicht sagen. Hey Mann, erstmal eine Pirouette machen. Ach komm, das kann doch wohl nicht sein, ey, das ist ja... Oh ja, bitte, bitte sag jetzt, dass keine neuen mehr kommen, bitte, bitte. Und dann stirbt er schon wieder und dann noch einer! Ach ja. Ich habe einfach mal so kein Leben. Ja genau, nehme ich mit. Einer hoch. Sag mal, haben die am Basislager oder was an dem Facehang? Und noch einer. Ich hätte am liebsten vier Hände, damit ich jetzt vier Facepalms auf einmal machen kann. Ey. So ein Quad-Facepalm. Die haben da irgendwie wahrscheinlich irgendwie so ihr Basislager da an der Wand oder was. Das ist doch echt... Meine Güte. Wenn da jetzt noch mehr hochkommen, Alter, dann muss man ja schon meinen, die haben da eine ganze Stadt gegründet. Nur um mich hier abzufangen. Ich sag mal, es ist eine Da ist schon wieder einer hochgekommen. Mein Gott, das ist eine verdammte Flucht, ja. Woher kommen diese ganzen Menschen, Alter? Das ist hier so eine Art geheime Stadt, oder wie? Bitte. So, ich gehe da jetzt extra hoch, ja. Ich gehe. Und da klettert schon wieder einer hoch. Ich will da runterschauen und wissen, wie die da alle hochkommen, ja. Und du auch. So, jetzt guckt euch das an. Hier. Da. Kein nichts. Und die kommen da alle hoch. Alle. Ich verstehe es nicht wirklich. Schwupp. Ich schlag doch ein bisschen mit drauf. Er steht erstmal dran.
Ich glaube, ich muss jetzt sterben. Schon wieder ein. Ja. Jo. Ah, schon wieder dieses Phänomen. Die ganze Zeit da hochklettern, naja. Boah, ihr seid meine Rette. Ihr habt zwei Leute getötet. Darauf habe ich gewartet. Ich glaube, ich sollte den nächstbesten Psychotherapeuten empfehlen. Der könnte dir vielleicht helfen, mein Freund. Hey, wieder eine Mission geschafft. Ich dachte, ja, Moment, ich habe wirklich 1225 Gegner getötet. Ich kam mir irgendwie mehr vor als 31. Aragorn in Zephyr, now protective Dragon Rider Armor. Ja, toll. Drei noch. Aragorn. Na dann. Aragorn and Zephyr finally found the Varden, who were able to nurse Arya back to health. Wer ist das jetzt? Ach nee, das ist die Elfe, oder? But the Urgos followed close behind. Intent on destroying the rebellion once and for all. Noch mehr von denen, ey, sag mal. Ja, das glaube ich auch, ey. Jo. Our Gambo has failed. The archers were unable to light the oil traps. We're on our way. Also wirklich, die Elfengarde besteht aus zwei Menschen. Fällt euch irgendwas auf? Eine ganze Elfen... Gemeinschaftsstadt, alles beschützt von zwei Elfenbogenschützen. Mein Gott, ey. Ja, ist ja gut, wo ist J? Da. So, alles fest. Das, das wäre der perfekte Domina, ey. Auf die Knie. Tisch. Tisch, Tisch. Sag, leck mir die Schuhe. Tisch, Tisch. Leck mir gefälligst die Schuhe, du mieser Sklave. Pasch, pasch. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss, ne, Leute. Oh nein, die Tür. Ach so, das muss ich machen. Ihr miesen Kreaturen, ich werde euch auspeitschen. Hahaha, bumm. Bin ich dagegen geflogen. Ja, was zur Hölle, Mann. As you wish, young one. Naja, gut. Ihr niederen Kreaturen, bückt euch vor eurem Meister. Ja, so kriege ich die aber nicht, wenn du da irgendwie rumbaunst wie noch was. Naja. Oh mein Gott, jetzt hör doch auf, so rumzuspringen. Oh je, ist das eine Scheiße. Ich hasse dieses Viech zu fliegen. Piss durch. Also richtige Domina ist diese Saphira, ey. Ich peitsche euch aus. Er hört dieses Geräusch, ne? Auf die Knie, du Schlampe. Sag, ich liebe dich. Pasch. Pasch. Ja, irgendwie so das Gefühl, ganz ehrlich, dass... Naja.